Aber ich höre schon irgendwo noch einen zweiten. Ja, ja, da unten. Rechts. Da unten liegt ein Knochen, das war wohl ein Skelett. Ja. Ach ja, da ist er. Aber irgendwie. Aber jetzt ist er gerade weg. Aufgrund, dass die so overpowered sind, macht das nicht so viel Spaß, finde ich, wie andere Sachen zu looten. Zum Beispiel, ich glaube, wir haben Fortress oder so. Ganz falsche Taktik einfach. Das kann gut sein. Ja, ich habe auch keine Ahnung von den Mechaniken dahinter und so. Ja, ich auch nicht. Wir haben uns ja nichts angeguckt. Ich tue mal so die Sachen mal hier rein. Ja. Ich habe eigentlich auch Dunkelheit gehabt gerade. Ja. Okay, meine Endertruhe ist jetzt voll. Meine auch. Wie wär's, wenn wir einfach mal probieren? Und zwar... Kamikaze-mäßig. Ja, guck mal, da unten sind zwei. Ich bleib hier oben und beobachte die. Da muss ich nicht sterben. Da kommt XP raus. Oh ja. Geil. Der Trigger steht die ganze Zeit. Und die kommt doch eh nicht hier hoch, oder? Nee, aber wenn du da nach unten hin willst. Naja, die sind da unten, wir müssen zu den Truhen. Deswegen ja, würde ich sagen. Ja auch die, das sind ja auch nochmal solche. Aua! Boah, sag mal. Aha, die kommen wohl doch hier hoch. Mit ihrer Magie oder was das ist. Aua! Oh ja, boah, das macht voll viel Schaden. Mhm. Oh, was? Wie trifft der mich hier? Durch die Wand durch oder was? Wir müssen einfach dahin. Fliegen mit einer Axt in der Hand, direkt einfach die Kiste abreißen, alles aufsammeln und dann wieder weg. Hast du noch was zum Raketen machen? Ich habe zwei Schwarzpulver. Ja, Pulver habe ich, aber das habe ich in die Endertruhe reingetan. Aber kein Dings. Boah, guck dir mal diese Riesenhöhle dahinter an. Ja, das habe ich mir auch schon angeguckt. Das sieht voll geil aus. Das sieht richtig geil aus. Okay, ich würde gerne die Kisten noch mitnehmen. Ja. Ich habe mein Inventar extra geleert. Wir können uns ja einen Fluchtplan machen. Mein Fluchtplan wäre mit der Rakete wegfliegen. Ja, aber den gibt's nicht mehr, den Fluchtplan. Vielleicht soll ich die Rakete aus der Hand nehmen. Vielleicht sehen die mich deshalb. Ach, Fackel. Was? Fackel, ja, die Fackel. Guck mal, die sind. Wo sind sie denn? Ach. Einer ist da. Oh. Jetzt ist einer da drin, das ist schlecht. Wir müssen irgendwas triggern, dann kommt er hierher. Oder auch der andere ist unter uns. Oh, oh! Scheiß Zombie! Alter! Der Zombie ist auch runtergefallen. Jetzt bin ich hier unten. Die zwei Viecher stehen noch hier. Ja? Ja, beide. Immer noch? Auf einem Fleck, ja. Gott sei Dank. Aber die kommen doch jetzt zu mir, oder nicht? Nee, die sind auf den Zombie fixiert. Der Zombie ist irgendwo in so eine... Ja, dann hol jetzt schnell die Kisten, die töten gerade den Zombie. Ja, aber ich darf hier nicht so laut laufen, ich muss sneaken. Ja. Aber jetzt haben sie den Zombie getötet. Jetzt haben sie den Zombie getötet. Oh, aber shit, jetzt, dann jetzt. Nee. Die kommen zu mir, oder? Nee. Ich komme zu der Kiste gar nicht hin. Sag mir, was die machen. Ich sehe sie nicht mehr. Das ist schlecht. Ah, doch, jetzt sind sie hier bei unseren Betten. Also da, in dem Eck. Bleiben die da? Ja. Wenn jetzt hier einer kommt und mich angreift. Naja, du dann, bist sicher. Erschrecke ich mich und dann weiß ich nicht, ob ich... Oh, da ist einer. Ja, den sehe ich von hier nicht. Ich glaube, die sind auf dich fixiert. Ich muss jetzt das da rein. Sein. Ja, schnell. Ja, sag mir dann. Na, jetzt glotzt du mich wieder an. Okay, ich bin jetzt bei den Truhen. Soll ich? Ja, er guckt immer noch auf mich. Tschüss. Jetzt kommt er zu dir. Gut. Aber ich bin weg. Aber jetzt bleibt er wieder hier stehen. Scheiße, da hinten kommt noch einer. Okay, ich bin weggerannt. Jetzt glotzen sie mich beide an. Ich guck mal, was ich gekriegt habe. Eisenbeinschutz mit Mending. Ein Sattel, 5 Skulk-Sensor, noch ein Diamantbeinschutz.
irgendwie nicht so coole Sachen, wie ich mir erhofft hätte. Mhm. Guck aber mal, vielleicht ist hier noch was. Ich höre hier doch noch einen, aber ich weiß nicht, wo der ist. Ich glaube, jetzt wollten sie gerade ihre Attacke aufladen gegen mich. Hm. Oh mein Gott. Einer hat mich getroffen. Oh, scheiß die Wand an. Jetzt bin ich unten. Schnell den Wasserfall hochschwimmen. Oder, das ja. Und einen goldenen Apfel fressen. So. Hier ist noch ein Diamant. Oder ein paar sogar. Und der goldene Apfel war vielleicht unnötig, aber lieber so, als zu sterben. Ja. Alter, aber wo hat er mich denn getroffen? Von wo? Das ist sogar ein verzauberter goldener Apfel. Ja. Jetzt habe ich richtig krasse Effekte. Ja. Ja, aber von mir aus können wir auch wieder verschwinden. Ich würde gerne noch ein paar Kisten looten. Es wird gefühlt von Zeit zu Zeit immer schwieriger, weil immer mehr da sind. Ich sehe hier noch eine Truhe. Alter, direkt unter mir sind beide wieder. Die sind immer noch auf mich fokussiert. Ich muss hier weg. Ich bin hier bei einer Truhe, da ist niemand. Ich guck mal, ob wir die schon haben. Ich glaube, ich schieße jetzt ab. Aua! Okay, die hatten wir noch nicht. Alter, mit einem verzauberten goldenen Apfel macht das ja einem gar nichts. Das zieht ein halbes Goldapfelherz ab und mehr nicht. Was? Wenn die einen treffen. Oha. Okay, da ist direkt noch einer gespawnt, gerade als ich die Kiste abgebaut habe. Aber ohne Elytrin wäre ich schon lange tot. Oh nein! Mein Inventar ist voll. Und jetzt konnte ich diese Schallplattenscherben nicht mitnehmen. Oh, hast du nicht gesteckt? Ja doch, aber die sind in der Truhe drin. Ja. Hier da hinten ist der Typ. Hört er mich von hier? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Oh, da ist er. Okay, einer ist tot. Die sind mir suspekt, die Dinger. Ja, mir auch. Fällt mir nicht. Wobei ich mal gern wüsste, wofür diese Verzauberungen sind. Ob man dann einfach so da hier rumlaufen kann, das wäre nämlich cool. Weil immer dieses Sneaken, das ist nix. So, jetzt habe ich beide getötet, jetzt höre ich keinen mehr. Beide getötet, Alter. Mhm. Bei unseren Betten. Ganz da hinten sehe ich dich. Glaube ich. Oder habe ich dich? Jetzt schwimme ich den Wasserfall hoch wieder. Ah ja, da sehe ich dich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aua. Ich bin zu blöd, einen Wasserfall hochzuschwimmen, das ist echt unfassbar. Schön unter Wasser ein Stück Fleisch essen, lecker. Ja. Toll, jetzt habe ich voll die krassen Effekte und mache hier nichts, außer aus der Ferne die Dinger weggesniped. Ja. Aber die sind jetzt weg, oder wie? Ja. Das heißt, ich kann jetzt hier zurücklaufen. Keinen mehr. Ich höre gar keinen mehr. Vielleicht sind jetzt alle weg. Na, alle nicht. Na, bis halt wieder ein neuer Spawn. Hier spawnt noch einer. Ja. Ihr wisst halt auch mal gern, ob die immer wieder neu spawnen. Ja. Oder ob nur, wenn die getriggert werden. Oder ob es da so ein paar verschiedene Dinger gibt. Oder ob die vorher schon gespawnt sind praktisch und dann nur aus der Erde rauskommen. Okay, ich bin die Achter hinten misch. Ich würde schon gern eigentlich noch. Sollen wir mal, warte mal, bei dir steht eine Endertruhe, oder? Ja. Dann komme ich da mal hin. Gut, da ist ein Stick drin, den Stick brauche ich da nun wirklich nicht. Dafür tue ich lieber Echo-Scherben rein. Da steht was. Ja.
Weil ich würde gern, also wir sind ja halt hier nur auf einer Seite von der Festung und hier gibt es keine Truhen mehr. Wir können eigentlich mal auf die andere Seite rüber, da noch die Truhen mitnehmen und dann haben wir wahrscheinlich so den Großteil. Mhm. Gut, ich schmeiß hier mal alles rein oder ich stack mal ein bisschen was. Was kann ich denn alle? Oh, ich habe eine Schallplatte Cat gekriegt. Oha. Okay, ich probiere mal, was kann ich denn noch? Kann ich das nehmen? Okay. Mhm. Ich nehme die Plattenbruchstücke wieder mit, dass ich die immer mitnehme, auch wenn mein Inventar sonst voll ist. Ja. Und dann nehme ich mal. Ich habe drei Papier hier drin. Dann könnte ich drei Raketen machen. Will ich meine Schwarzpulver noch? Warte mal. So rum. Dein Schwarzpulver. Ja doch, dann kann ich sogar noch mehr machen. Zwei Stück. Zwei, perfekt. Dann haben wir wieder 9 Raketen. Oha. Dann habe ich wieder eine Notfallrakete. Ja, ich gebe mal. Wahrscheinlich fliege ich dann im Notfall gegen die Wand. Genau, und dann stirbst. Ja. Okay, ich schmeiß mal ein paar Sachen raus, die ich nicht brauche. Verrottete Fleisch, Steine. 14 Bücher. Feuerstein brauche ich nicht. Skalp-Kalkulator nehme ich mal mit. Ach, Eisläufer 2 schmeiß ich auch weg, das will ich nicht. Eisläufer 2 Sättel? Zwei? Ja, Eisläufer hasse ich. Das nehme ich. Da muss ich den ganzen anderen Scheiß auch nehmen. Ach, ist das ein Buch? Ja. Dann nehme ich halt den ganzen anderen Scheiß und schmeiß in die Klippe runter. Du kannst doch keine Sattel wegschmeißen. Doch. Die sind hier oder wirklich unwichtig. Leine. Ja, hier, aber generell nicht. Dann schmeiß ich lieber meine Goldrüstung weg, die ich vorhin in dem Portal gefunden habe. Ja, die hätte ich an deiner Stelle auch schon lang weggeschmissen. Tschüss, 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 tschüss. So. Dann können wir jetzt ja mal eigentlich rüberfliegen. Soll ich deine Kiste abbauen oder nicht? Weiß ich nicht. Warte mal, muss mal noch gucken. Ja, eigentlich kann ich es abbauen. Danke sehr. Okay, die Hosen würde ich nicht nehmen, die sind scheiße. Aua. Wohin fliegen wir? Da, wo wir vorhin waren und dann gehen wir weiter, oder? Wir fliegen einfach von hier gerade oder so in die Richtung. Ja gut, ich fliege einfach hinterher. Okay, mal gucken, wo wir hinkommen. Da gibt es einen Wasserfall, da lande ich mal drin. Ah, da war ich vorhin auch schon. Da kann man wieder an Höhe gewinnen. Ja, da war ich vorhin auch. Und dann einfach hier weiter. Da gibt's noch einen Wasserfall. Alter, allein im Vorbeifliegen haben wir schon die Dinger getriggert. Ja. Boah, da irgendwo kommt einer raus. Ja. Ziemlich nah, wo ist der? Weiß es nicht. Sehen auch nicht. Da unten. Ja. Guck mal, aber da unten ist eine Truhe, siehst du? Boah. Nee. Hier fühle ich mich nicht so sicher wie da drüben, muss ich sagen. Wo ist die Truhe? Die ist gerade. Ja, die sieht. Warte. Die ist hier in die Richtung weiter. Wenn wir da ein Stück vorgehen, dann sehen wir sie. Ja. Da unten. Ach ja. Flieg da mal hin. Macht Sinn, vielleicht erst die Dinger abzubauen, diese Skalko? Ich weiß nicht. Boah, Alter, ist da viel drin. Okay, ich konnte. Oh, boah. Direkt bei dir kommt einer raus. Direkt unter dir. Ja, ich hab's gesehen. Okay, ich komme mal zu dir hoch und dann gucke ich mir mal an, was ich jetzt da bekommen habe, weil da war einiges drin. Ja, ich hoffe nur, die kommen hier nicht hoch. Oh, hier geht's noch weiter hoch. Hier ist so ein See, da kommen sie bestimmt nicht hin. Dann komme ich da auch hoch. Ja. Okay, irgendwie habe ich nicht so viel krasses Zeug gekriegt. Bücher nochmal. Dann Echoscherbe, ein Skalksensor.
nochmal eine Schallplatte oder zwei, oder hatte ich die noch? Keine Ahnung. Scherben habe ich keine gekriegt, Plattenbruchstücke. Hm. Okay, und solche Seelenfackeln waren da noch drin. Okay. Da hinten ist noch eine Truhe, siehst du? Man kann hier im Wasserfall auch sinken. Ne, du bist im Weg. Oh. Sollen die Dinger erstmal abschießen wieder von hier? Ich nicht, mein Bogen geht sonst kaputt. Kommt der hier hoch? Weiß nicht, ich glaube aber nicht. Ich glaube auch nicht. Oh doch. Aber, oha. Unter Wasser. Langsam. Aua, der trifft mich durchs Wasser durch. Aha. Jetzt bin ich tot, oder? Wenn ich mich hierhin retten kann. Oh, los. Aber was haben die denn für eine Reichweite, Alter? Vor allem durch Wände durch auch noch. Ich sehe hier zwei Truhen. Die würde ich eigentlich gern mitnehmen. Vor allem die eine Truhe ist nicht mal bei solchen Skulk-Sensor-Dingern. Scheiße. Ich glaube, da könnte man sogar safe sein. Das probiere ich mal. Oh ja. Hier ist nix. Jetzt habe ich 8 Plattenbruchstücke. Eins noch. Ja, ich glaube, ich habe auch noch. Und jetzt, hier gibt es noch eine Truhe, die hole ich mir. Aber ich glaube, das spawnt dann wahrscheinlich so ein Ding und dann renne ich weg. Ja, ich bin hier immer noch. Wenn ich jetzt durch den See gehe, schießt er mich wieder ab. Ach so, da oben bist du noch. Ja, gut. Da ist ein Creeper. Oh nein, hier ist der andere Typ. Oh Gott, und jetzt spawnt hier noch einer. Ich bin mitten in der Festung. Ich hör's. Okay, ich bin irgendwo jetzt. Zum Glück, also ich glaube, man kann vor denen wegrennen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aua. Aber so schnell sind die, glaube ich, nicht. Jetzt kommt hier ein Zombie-Dorfbewohner. Ja, bei mir kam ein Creeper, der hat mich verraten, sonst eigentlich wollte ich gerade die Kiste holen. Und dann läuft er über diese Dinger drüber. Ich brauche einen Wasserfall zum wieder hochschwimmen irgendwie. Und dann, sollen wir uns verdünnisieren? Die Truhe will ich noch mitnehmen. Ah, ich dachte, du hast jetzt doch noch dann geholt. Nee. Und wir haben auch, glaube ich, noch nicht alles erkundet. Wird eigentlich gern die Truhen alle mitnehmen, soweit. Ja. Ich will einfach nur nicht sterben. Ja. Nicht mehr. Ja. Oh Gott, hier sind Geräusche. Da kommt einer irgendwo. Ich weiß nicht wo. Das ist echt wie so ein Horrorspiel, ey. Mhm. Boah, hier sind überall solche Dinger. Oh, jetzt spawnt einer. Boah, kacke. Warte mal. Aua, ey! Hier noch eine Kiste, aber ich glaube, das war, da war es schon bei der. Ich bin halt immer noch, jetzt habe ich endlich einen Wasserfall, wo ich hoch kann. Ich weiß gar nicht mehr, wo du bist. Immer noch ganz da, wo wir am Anfang waren. Eine Fledermaus triggert hier diese Dinger. Ich glaube, ich benutze eine Rakete.
um mich zu orientieren, weil ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hast du die Kiste schon geholt, die du mir hier direkt gezeigt hast, wo wir bei dem See oben waren? Ja. Die hier direkt rechts war. Wenn die da noch steht, dann nicht wahrscheinlich. Ich weiß mal gar nicht, wo du bist. Das müsste ich mal gucken. Immer noch bei dem See oben? Ja, aber ich weiß nicht mehr, wo der ist. Wir sind unter mir direkt noch zwei Wächter, glaube ich. Ich höre es zumindest schnaufen. Bist du da hinten vielleicht? Soll ich mal einen Pfeil abfeuern? Ja, mach mal. Der müsste ja leuchten eigentlich, oder? Warte mal. Ist das der Anfang? Ja, da waren wir am Anfang und dann sind wir nach hier durchgeflogen. Das hier ist, glaube ich, der Wasserfall, in dem wir Zwischenpause gemacht haben. Das heißt, jetzt einfach weiter nach da. Da, wo ich bin, sind jetzt ganz viele brennende Pfeile auf der Fläche. Ja, jetzt. Die waren gar nicht gerendert, weil ich so weit weg war. Oh Gott. Oh, jetzt spawnt noch einer. Alter. Geht die Party ab da unten. Und siehst du, hier rechts ist eine Kiste. Ja, das ist die ich holen wollte und dann, da waren zwei und die eine habe ich. Und die andere ist die ich noch mitnehmen will. Genau. Da unten ist keiner. Dann war es vielleicht schlecht, dass ich hier so viel Tohuwabohu gemacht habe. Ich höre doch unter uns einen laufen. Direkt unter uns. Ich sehe zumindest keinen. Du kannst schon mal nach da drüben reinfliegen, in diese Grotte da. Hier. Und dann, da kommt ein Zombie. Und dann siehst du vielleicht, ob von da, ob irgendwelche Viecher da sind. Da kommen zwei Zombies. Ich geh jetzt da runter und hol die Truhe. Ja. Wobei mein Inventar ist voll. Ich mach das zuerst leer. Oha. Ja. Ich bin der Scharfschütze. Aha. Was kann ich rausschmeißen? Catch-Schallplatte. Zweimal kann ich wegschmeißen, wir haben die schon. Echoscherbe Skalksand, so behalte ich. Eisenbeinschutz nicht. Da unten läuft einer. Okay, es kann natürlich sein. Ich glaube, der hört mich. Irgendwas triggert hier auch die ganze Zeit die Dinger. Ach, die Fledermaus. Da unten ist einer. Wobei, wenn ich jetzt da reinfliege, dann kann ich vielleicht das abbauen, bevor der kommt. Ich probiere. Könnte sein. Kann schon mit der Notfallrakete wegfliegen dann. Ach ja, da ist er. Stimmt. Die Notfallrakete. Guckt mich an. Was macht der denn? Ich glaube, jetzt ist schon Akku auf irgendwas. Hat er mich gesehen? Der kommt nicht gegen den Wasserfall an. Irgendwas triggert da hinten die Dinger. Ja, die Fledermaus, glaube ich, noch. Die Fledermaus? Ja. Ich guck mal. Doch, das geht von der Fledermaus aus. Da fliegt eine Fledermaus rum. Oh, jetzt nimmer. Oh, okay. Ripp-Fledermaus. Okay. Aber jetzt steht er da immer noch. Ja, aber jetzt ist schon immer aggro. Alter, hier ist schon ein Zombie. Nicht. Die kann ich gar nicht gebrauchen hier. Wie lange nehmen wir schon auf? Anderthalb Stunden. Ja, das geht ja sogar. Theoretisch können wir jetzt noch die Kiste holen und dann wieder gehen. Ja. Dann haben wir tatsächlich normale Folgenlängen sogar. Ja. Okay, ich hole die Kiste jetzt und flieg dann weg. Ja, ich sag dir, wenn er kommt. Nee, wenn er kommt, schieße ich ihn ab. Du hast ihn beim Fliegen direkt getriggert. Chillt da. Ne, der chillt da immer noch. Jetzt kommt er. Ja, jetzt bin ich schon weg.